Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Yvonne von Papillon und wir basteln heute diese Weihnachtskarte. Ich finde dieses Maß hier ganz besonders schön, denn das kann man wunderbar bei Geschenken dazulegen. Und ihr bekommt aus einem Farbkarton in Grundweiß insgesamt 3 Grundkarten heraus. Und damit spart man natürlich auch schon mal wieder ein bisschen Papier und hat das meistmögliche daraus gezogen. Wie ich die gebastelt habe, das zeige ich euch natürlich jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Für die Karte braucht ihr zunächst euer Schneid- und Falzbrett und Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 21 x 9,9 cm. Das bedeutet, dass ihr insgesamt aus einem DIN A4 Farbkarton 3 Karten zaubern könnt. Ihr legt es jetzt zunächst auf der langen Seite an und falzt bei 10,5 cm. Das ist das. Dann könnt ihr das erstmal beiseite legen. Und dann falzen wir das auch direkt einmal nach. Als nächstes braucht ihr noch einmal Farbkarton. Und zwar hat jetzt dieser die Maße 9,5 x 8,9 cm. Da legt ihr euch das am besten einmal so auf und schaut, dass das tatsächlich die richtige Größe ist. Denn ihr, beziehungsweise dass ihr überall den gleichen Rahmen habt, dann wisst ihr auch, dass ihr die richtige Länge auf dem Papier liegen habt. Denn ihr müsst jetzt euch einmal Matschpapier zur Hand nehmen. Außerdem braucht ihr noch das Stempelkissen in Fräsienlila und die 3D-Prägeform Nadelwald. Die verwenden wir heute. So, und da nehmt ihr euch das jetzt einmal in die Hand und schaut, wo kommen euch die Strukturen entgegen. Da geht's rein, also das ist tief gedruckt, hier kommen sie hervor und hier drauf müssen wir jetzt mit dem Stempelkissen einmal auf das Ganze hier aufbringen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr euch das irgendwie zerbaselt oder so. Das könnt ihr nachher einfach wieder mit einem Wasserstrahl einfach alles so abwaschen. Jetzt nehmt ihr euch das Papier und jetzt seht ihr schon warum, weil wir legen es jetzt einmal quer, also spiegelverkehrt einmal rum. Wir drehen uns das also einmal und legen uns das jetzt hier einmal so hinein, schließen das Ganze und ziehen uns das durch die Big Shot. Dafür braucht ihr einmal eure Grundmattung, die Nummer 1 und die Nummer 4. Und jetzt legt ihr euch den Verschluss, also das, was hier unten so zusammen ist, das legt ihr euch hier einmal so rein. Die Öffnung praktisch zeigt hier nach unten. Legt euch das darüber. Und einmal kurbeln. Und hier könnt ihr dann jetzt auch direkt sehen, dass wenn ihr das sofort abwascht, bleibt keine Farbe zurück und es ist für den nächsten Einsatz fertig. So in etwa würde das jetzt aussehen. Ich habe mir jetzt aus Farbkarton in Grundweiß nochmal einen Rest genommen. Der hat insgesamt die Länge von 9,5 cm und hatte ungefähr 4,5 bis 5 cm Höhe. Da habe ich mir hier so einen Schneeverwehung oder einen Schneehaufen ausgestanzt und der kommt jetzt gleich hier einmal bündig darüber. Bevor ich das aber mache, werde ich mir hier einen Spruch aufbringen. Und zwar aus dem Stempelset bzw. aus dem Produktpaket Baumzauber. Und da nehme ich dann hier diesen Spruch. Den werde ich mir mit Versamark einmal aufstempeln. Und ich bereite schon mal alles so weit vor, auch das Schmierpapier. Denn wir embossen hier jetzt gleich. Jetzt nehme ich mir erstmal das Versamark, stempel mir das hier gut ein. So, und werde mir jetzt den Spruch hier einmal so aufbringen.
dann werde ich ihn gold embossen. Den Rest könnt ihr euch wieder hier ins Töpfchen packen. Die schlechten ins Köpfchen, die guten ins Töpfchen oder umgekehrt. So. Und jetzt kommt hier einmal unsere Heißluftpistole zum Einsatz. Das sieht doch schon ganz nett aus. Jetzt möchte ich noch hier das Band von uns in Fräsin-Lila gleich aufbringen. Dafür muss ich aber erst einmal hergehen und noch ein bisschen Deko aufbringen. Und zwar habe ich mir hier einmal einen goldenen Baum und zwei in Fräsin-Lila ausgestanzt. Die sind aus dem Produktpaket und hier von die Stanzform Weihnachtsbäume. Die kommen jetzt praktisch hier drauf. Und die klebe ich mir jetzt hier einfach mal so hin. Die dürfen auch gerne ein bisschen drüber schauen. Also über die Seite hinaus. Außerdem verwende ich hier noch Glue Dots. Da setze ich mir das jetzt hier einmal auf das Ende eines Bandes einmal auf. So, ups. Und bringe mir das jetzt hier auf der Rückseite einmal an. Ruhig ein bisschen vom Rand weg, also vom unten, und lasse dann oben noch so ein bisschen gut fixieren. Auf der anderen Seite natürlich ebenfalls einen Glue Dot aufbringen. Und dann zieht ihr euch das hier einmal so rüber und fixiert es auf der Rückseite. Dann nehme ich mir einmal Dimensionals zur Hand und die bringe ich jetzt hier auf der Rückseite einmal an. Und setze mir das jetzt hier unten einmal so bündig auf die Grundkarte auf, also auf die untere Mattung. Und damit die Bäume sich hier oben, die Kronen sich nicht irgendwie hin und her bewegen, bringe ich jetzt hier noch so ein bisschen einmal Tombow auf und zuppel mir das zurecht. Kann das jetzt insgesamt einmal auf die Grundkarte aufbringen. Zum Schluss bringe ich hier noch die zauberhaften Schmucksteine an, auf, und zwar einmal von diesen hellen hier. Ja, ihr Lieben, so schnell ist eine schöne Weihnachtskarte fertig. Ich gebe zu, es sind nicht die typischen Weihnachtsfarben, aber es muss nicht immer grün und rot und was weiß ich sein. Ich finde, dieses Fräsin-Lila mit dem Gold sieht super aus und sie wird mit Sicherheit auch gerne angenommen. Und wenn ihr das Farbspiel hier nicht mögt, könnt ihr das natürlich auch anders gestalten. Wenn ihr sagt, ihr braucht noch Produkte und ihr möchtet den Kanal unterstützen, verwendet bitte hier oben den eingeblendeten Gastgeberinnencode, denn das kommt diesem Kanal hier zugute. Außerdem erhaltet ihr natürlich wie immer ein PDF-Freebie. Denkt bitte auch unbedingt daran, dass vom 15. November bis zum 15. Dezember bei mir die versandkostenfreie Zeit beginnt. Das bedeutet, jeder, der direkt bei mir per Mail, Telefon oder per Bestellformular bestellt, bekommt diese 5,95 Euro von mir geschenkt. Das ist praktisch mein Geburtstagsgeschenk
an euch. Denn demnächst hat die liebe Ivy mal wieder Geburtstag. Sie wird wieder älter, aber es hindert sie nicht daran, euch auch ein wenig zu verwöhnen. Also, wenn ihr in der Zeit bestellt, direkt bei mir, erhaltet ihr diese 5,95 Euro, die bei Stampin' Up! Fällig werden, geschenkt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Seid nächste Woche wieder dabei. Ich sag jetzt, das war's von mir für euch für heute und wir sehen uns. Macht's gut bis dahin. Tschüss!